weite Wege gegangen, habe viel gesehen. Ich habe Menschen gesehen in all ihrem Streben. Ich habe kühne Projekte gesehen, habe Perfektion der Technik gesehen, Perfektion der Organisation, Perfektion des Gestaltens, der Drang nach immer mehr. Aber immer wieder zieht es mich hinaus, weg von den Menschen, weg von der selbstgeschaffenen Perfektion, hinaus in die Wildnis. Was ich hier sehe, habe ich nirgends sonst gesehen. Solche Perfektion habe ich nirgends gefunden. Wassertropfen, Perlen wie tausend Smaragde, munteres Plätschern, mächtiges Tosen, nimmermüdes Brausen, warme, goldene Strahlen, eiskaltes Weiß, geschmeidige, geschickte Wesen, getrieben von Instinkt und innerem Plan, fleißige Wesen, geballte Ladung von Kraft, Majestät und Weisheit, Blüten in allen Farben und Duft, deren Schönheit kein Mensch auszudenken fähig wäre, Schauspiel der Natur, ein Reigen, ein Tanz, eine Symphonie, ein Spiel von Farben und Formen, von Ruhe und Bewegung. Was ist all das, was sich der Mensch ausgedacht hat? Dagegen hätte sich ein Mensch diese Farben ausdenken können, diese Majestät und Schönheit, diese Muster und Formen. Was ist die Perfektion der Menschenwerke gegen diese Perfektion? Wer formte die Moleküle des Wassers, ohne die kein Leben möglich wäre? Wer gab der Sonne ihre Energie? Wer ließ den Wind über das Land wehen? Wer setzte Zellen und Moleküle zusammen zu Organismen, die sich bewegen? Wer blies der toten Substanz das Leben ein? Wer erschuf das Bewusstsein, wer den Verstand? Wer Gefühle, wer die Liebe als größte von ihnen? Ist es wirklich alles nur ein Produkt von Zufällen, Vorfällen? Was für ein Durcheinander entsteht, wenn der Zufall Regie führt, sehen wir das nicht genug in unserem Leben? Ist es alles wirklich möglich, ohne schöpferische Kraft, die ordnet, lenkt, die entstehen lässt, sich Dinge ausdenkt, die Leben einhaucht? Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und siehe, es war gut.